Zwei Tage nach dem Sieg gegen Nürnberg gab es bei den königsblauen Profis nur ein Thema. Die unfassbare Choreo der Fans aus Nürnberg und Schalke. Ich habe schon, als ich mir das Spielfeld angeschaut habe, also den Rasen angeschaut habe, habe ich schon gesehen, dass da was Großes zustande kommen kann. Und so ist es auch gewesen. Also ich habe schon mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich in meiner Karriere, in meinen vielen Spielen schon so eine Chore noch nie hatte. Also das komplette Stadion voll ist. Und es war natürlich faszinierend. Hut ab an die Fans. Und von mir aus kann das jedes Heimspiel so aussehen. Daniel Caligiuri findet immer besser zu seiner Form aus der letzten Saison. Diese Momente befreien, obwohl unser Mittelfeldmann nicht die Assists oder die Tore in den letzten Wochen zählte und sich so unter Druck setzte. Er konzentrierte sich auf seine Leistung. Endlich hat es geklappt, ja, mit meinen ersten Scorerpunkten. Ich habe lange darauf gewartet. Wichtig ist es, in so einer Phase sich keinen Druck zu machen, wenn es mal nicht klappt. Die Erwartungen sind natürlich hoch, weil es letztes Jahr sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber wichtig ist, dass man positiv bleibt und einfach weitermacht. Am Mittwoch will man nach dem Unentschieden im Hinspiel gegen Porto jetzt die K.O.-Phase in der Champions League klar machen. Egal wie. Porto ist sehr, sehr erfahren, meiner Meinung nach, in der Champions League, sind jedes Jahr dabei. Und man hat auch in der Vergangenheit gesehen, dass jede Mannschaft sich gegen Porto schwer macht, weil die einfach, vor allem zu Hause auch mit den Fans im Rücken, weil die es einfach sehr, sehr clever und gut spielen. Und haben natürlich sehr, sehr gute Einzelspieler in ihren eigenen Reihen und wird ein sehr, sehr schweres Spiel, meiner Meinung nach. Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken.